Die Einführung wird ganz locker sein. Da gebe ich einen Überblick über das, was kommt. Dann werde ich sprechen über das Raumzeitverständnis der klassischen Physik. Dann schließlich das 20. Jahrhundert, was geprägt ist von Quantenmechanik einerseits, Relativitätstheorie andererseits. Und dann möchte ich über ein paar ganz neue Entwicklungen sprechen in Kapitel 4, die eigentlich eher spekulative Natur sind, aber die trotzdem spannend genug sind, um sich die mal anzuschauen. Ja, und dann werde ich schließlich abschließen mit einer Zusammenfassung nochmal ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Okay, also, worüber reden wir, wenn wir von Raum und Zeit reden? Nun, bei Kant sind das Kategorien, die eigentlich nicht weiter hinterfragbar sind. Allerdings hat die Physik ja doch einen ganz anderen Zugang, nämlich einen empirischen Zugang. Und dementsprechend sind doch für die Physik Raum und Zeit etwas Empirisches. Das heißt, das Verständnis hängt vom jeweiligen Erkenntnisstand ab, was man eben darüber weiß durch empirische Forschung. Natürlich ist das nicht alles rein empirisch, da stehen natürlich auch die Kategorien von Kant letztlich in irgendeiner Weise dahinter, aber man kann eben dann doch ins Detail gehen von der Physik her und konkrete Fragen stellen, zum Beispiel über die Struktur des Raums. Nun gut, im 17. Jahrhundert oder von da an ist die Periode, die man als klassische Physik bezeichnet, also geprägt im Wesentlichen von der Mechanik und von der Optik, da waren Raum und Zeit absolute Größen, den man vermessen kann mit Linealen und die Zeit dann eben mit Uhren. Die Geometrie ist so, wie Sie das aus dem Schulunterricht kennen, euklidisch. Im 19. Jahrhundert hat man allerdings festgestellt, dass da Probleme gibt, nämlich die Ausbreitung von Licht, die ist letztendlich nicht wirklich vereinbar mit diesem Verständnis von Raum und Zeit der klassischen Physik. Und so hat sich dann eine spezielle und allgemeine Relativitätstheorie entwickelt, eben von Einstein. Das hat dann eben einen radikalen Wandel gebracht, nämlich zu einer beobachterabhängigen Vermessung von Raum und Zeit. Das heißt, Sie können nicht einfach vorstellen, da liegt so ein Lineal, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, das kann ich einfach nur ablesen. Nein, was ich tue, wird bestimmen, was ich da messe. Und diese Theorien, die nun so auf diese Weise ein bisschen eigenartig klingen, sind aber tatsächlich eben mit ihren Aussagen empirisch bestätigt. Wobei, das möchte ich betonen und ich werde mehrfach darauf zurückkommen, die klassische Auffassung ist damit nicht widerlegt. Was geschehen ist, ist der Gültigkeitsrahmen dieser klassischen Physik geklärt wurde. Sie ist eben nicht allgemeingültig, sondern gültig für Alltagsszenen sozusagen, aber nicht, wenn wir mit anderen Instrumenten in Bereiche schauen, die man im Alltag normal nicht sieht. Nun ist es allerdings auch so, dass auch diese Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, ihre eigenen Grenzen hat. Das sieht man schon daran, dass die eben gleichzeitig aufgekommene Quantenmechanik eben auch in vielen Dingen nicht kompatibel ist mit der Relativitätstheorie. Also sie hat sich dann die Quantenfeldtheorie entwickelt, die eben zeigt, dass die ART, also die allgemeine Relativitätstheorie, eben nicht das letzte Wort sein kann. Soweit sind wir jetzt. Es gibt noch keine empirisch bestätigte neue Theorie. Es gibt verschiedene Ansätze, von denen ich dann einen vorstellen möchte, nämlich die sogenannte Schleifenquantengravitation. Dies finde ich besonders interessant. Okay, also so viel als Vorausschau, was zu erwarten ist. Und jetzt versuchen Sie mal selbst ein Gedankenexperiment zu machen und sich zu überlegen, was ist denn eigentlich Raum? Also einfach nur leerer Raum. Machen Sie mal die Augen zu, zumindest stellen Sie vor, Sie Ihre Augen wären zu und überlegen Sie, was ist ein leerer Raum? Was sehen Sie da? Nun, ich weiß es nicht, was Sie sehen. Ich habe das Experiment mit mir selbst gemacht und ich stelle mir davor so ein schwarzes Vakuum, wo man gar nichts sieht, ohne jegliche Gegenstände, ohne Struktur. Das ist sozusagen der erste Gedanke, der mir da kommt. Allerdings, wenn Sie ein bisschen über dieses Bild nachdenken, meinen Sie, das hat ein Problem. Denn ich selbst beobachte ja diese schwarze Leere. Das heißt, ich bin selbst doch ein Gegenstand in diesem doch leer gedachten Raum. Also so ganz leer kann ich ihn mir gar nicht vorstellen, denn dann bin ich ja gar nicht mehr da. Das heißt, ich kann ihn dann auch nicht mehr sehen als Leere. Außerdem, wenn Sie da so was Schwarzes sehen, wo gar nichts zu sehen ist, ja, stellen Sie eigentlich fest, dass wirklich der ganze Raum leer ist. Ja? Um das festzustellen, müssen Sie durch diese Leere durchreisen. Aber wie stellen Sie denn fest, dass Sie überhaupt irgendeine Strecke zurückgelegt haben, wenn da alles schwarz und leer ist? Nun, um das festzustellen, müssen Sie erstmal eine Markierung hinterlassen, wo Sie gerade herkommen und dann einen Maßstab entlanglegen, wo Sie jetzt sind und dann sehen Sie, aha, ich habe tatsächlich eine gewisse Strecke durchschritten und sehe, aha, da wo ich jetzt angekommen bin, da ist immer noch nichts. Also so können Sie quasi feststellen, dass der Raum wirklich leer ist, aber er ist eben doch nicht leer. Nämlich da ist zumindest mal der Ausgangsort, wo Sie sind, da ist, wo sich ein Gegenstand befindet, nämlich die Markierung. Dann ist der Ort, wo Sie selbst sind, da ist ein Gegenstand. Und außerdem können Sie diesen Abstand zwischen den beiden messen mit einem gedachten Lineal, das natürlich man in seiner Vorstellung sich auch wieder nur als real existent vorstellen kann. Das heißt, einen leeren Raum kann man sich eigentlich wirklich nur vorstellen als die Abwesenheit von Gegenständen zwischen anderen Gegenständen. Oder aber vielleicht
stellen sich direkt vor, dass da irgendwelche Wände sind. Ja? Sie sehen also dann die Wände. Da braucht man keine zwei Gegenstände, aber die Wände haben natürlich auch ein Problem. Denn erstmal ist die Behälterwand selbst auch schon wieder ein Gegenstand im Raum. Dann zweitens, was ist denn hinter der Behälterwand? Ja? Oder vielleicht ist sie unendlich, aber dann haben wir einen unendlichen Gegenstand sogar. Also das heißt, das ist auch, da ist irgendwas. Und letztlich kommt man dann zur Schlussfolgerung, dass der Raum unendlich sein muss. Und außerdem können Sie noch die Frage stellen, naja, die Wände, die sind jetzt, haben diese Entfernung, wie nah kann ich den Gedanken zusammenrücken? Wie nah kann ich an die Wand rangehen? Nun ja, natürlich beliebig nah. Das heißt, der Raum ist nicht nur unendlich, er ist auch kontinuierlich. Und außerdem kann ich vermessen lineal, das heißt, er hat die Struktur einer euklidischen Geometrie. Also das, mehr oder weniger, ist das klassische Verständnis von Raum. So wie wir uns das eben auch letztlich, denke ich, in der Alltagssituation vorstellen würden. Nun haben darüber natürlich auch nicht nur Sie und ich, sondern auch schon etwas bekanntere Philosophen nachgedacht, insbesondere auch schon vor langer Zeit. Zum Beispiel ist Aristoteles auf den Gedanken gekommen, dass man, naja, wenn da schon Gegenstände im Raum sind, die sich ja eigentlich gar nicht bewegen können, ohne dass da irgendein treibendes Medium ist. Das heißt, man kann sich selbst diesen leeren Raum gar nicht wirklich als völlig leer vorstellen, denn wie können sich denn dann Gegenstände überhaupt bewegen? Da muss irgendwas sein, was die antreibt. Das kann man zwar nicht sehen, aber irgendwas muss das sein. Das heißt, daraus ist dann später der Begriff des Horror Vacui gekommen. Das heißt, dass man sich einen wirklich völlig leeren Raum eigentlich nicht vorstellen kann. Und auch Descartes hat darüber nachgedacht, quasi über die Lineale, von denen ich eben gesprochen habe. Für ihn ist Raum eben wesensgleich mit Ausdehnung, aber Ausdehnung ist eben wie unser virtuelles Lineal zwischen zwei Gegenständen und Körper gebunden. Das heißt, für Descartes gibt es keinen Raum ohne Körper, das heißt also auch keinen wirklich leeren Raum. Also das heißt, letztendlich kommt man in der klassischen Physik zu dem folgenden Schluss. Der leere Raum, den man dann auch Vakuum nennt, das ist ein unendlicher, kontinuierlicher Raum mit euklidischer Struktur, der aber eben dann doch irgendwie angefüllt ist von so einem immateriellen Etwas, den man Äther nannte. Nun, dieses Konzept, das hat in der klassischen Physik eben tatsächlich auch eine erklärende Wirkung. Nämlich, man kann sich damit erklären, dass es keine Fernwirkung gibt, was ja auch sehr merkwürdig ist. Wie kann etwas, was ich hier jetzt tue, unmittelbar eine Wirkung weit, weit entfernt haben? Nun, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Präsenz des Äther, die sagt eben auch, ja, wir brauchen so eine Fernwirkung, uns gar nicht vorstellen, denn diese Wirkung wird irgendwie durch diesen Äther vermittelt. Ja, dieses Problem ist damit weg, mit dem Äther. Außerdem, wenn Sie mal an Licht denken oder an andere Wellen, haben Sie damit ein wunderbares Medium für die Verbreitung von Licht. Ja? Das sind einfach Schwingungen von diesem Äther. Und naja, der Raum, wie gesagt, das ist eine empirische Tatsache sozusagen, der ist euklidisch. Wenn Sie ein Dreieck aufmalen, werden Sie immer feststellen, dass die Windungssumme 180 Grad ist, egal wo Sie das Dreieck zeichnen im Raum, das ist überall so. Die Kurzverbindung zweier Punkte, das ist eine Gerade, es gilt der Satz Pythagoras, überall, wo Sie das ausprobieren und so weiter und so weiter. Ja? Also das ist das, was die klassische Physik sich unter einem Raum vorstellt. Wie hält sich das Phänomen mit der Zeit? Nun, fangen wir mal an. Kannst du was mit einer leeren Zeit geben? Was soll das sein? Eine Zeit zwischen zwei Ereignissen, in denen nichts passiert? Ja, das geht eigentlich gar nicht. Denn wie wollen Sie denn feststellen, dass zwischen zwei Zeitpunkten gar nichts passiert? Müssen Sie sich auch wieder eine Uhr vorstellen, die tickt, um zu sehen, aha, da sehe ich nichts. Aber das Ticken der Uhr selbst ist ja ein Ereignis. Das heißt, eine leere Zeit gibt es gar nicht. Und insbesondere ist eben auch Zeit wieder kontinuierlich. Denn gut, Sie sehen vielleicht einen Sekundenzeiger sich diskret bewegen. Aber na gut, der Sekundenzeiger bewegt und springt natürlich nicht wirklich. Der bewegt sich auch, wenn Sie genau hinschauen mit einer Kamera, dann bewegt er sich ja auch langsam. Und das können Sie immer weiter unterteilen, wenn wir feststellen, Zeit ist kontinuierlich. Also leere Zeit als Verlauf können wir uns nicht vorstellen. Aber na gut, es könnte ja noch eine leere Zeit vor dem Anfang der Zeit geben und eine leere Zeit nach dem Ende. Allerdings, dann stellt sich auch wieder sofort die Frage, was war denn vor diesem Anfang oder was wird nach diesem Ende sein? Also auch das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Man kann sich Zeit auch nur als unendlich vorstellen. Und zwar völlig unabhängig von uns. Das heißt, Raum und Zeit, das sind absolute Größen, die existieren unabhängig von uns in dieser Vorstellung, auch wenn wir uns sozusagen selbst mit hineindenken müssen und uns beobachten. Aber unsere Beobachtung hat keinen Einfluss auf diesen Raum und diese Zeit. Und das Vakuum, das ist nicht wirklich leer. Da gibt es diesen Äther, den man zwar nicht sehen kann und beobachten kann, aber der eben doch seine Rolle hat. Und sie sind eben vermessbar. Und wir als materielle Körper, wir haben keinen Einfluss auf Struktur von Raum und Zeit. Newton drückt das so aus, schon 1686, die absolute, wahre mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand.
Der absolute Raum bleibt Vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich. Das ist das, was in der klassischen Physik unter Raum und Zeit verstanden wird. Okay, um das ein bisschen noch tiefer zu beleuchten, müssen wir uns noch einmal vergegenwärtigen, wie die klassische Physik denn eigentlich vorgeht. Um zu solchen Feststellungen zu gelangen und sie gehen dazu verifizieren oder zu falsifizieren. Nun, was machen wir in der Physik? Erstmal, wir beobachten etwas. Wir schreiben Zahlen auf von irgendeiner Beobachtung, die wir machen. Dann machen wir ein mathematisches Modell. Das heißt, wir bringen diese Zahlen in Formeln, mit denen wir etwas berechnen können. Und diese Berechnung, mit der können wir dann eine Vorhersage treffen, was zukünftig oder an anderen Orten geschieht, ohne dass wir das nochmal wirklich messen müssen. Und mit diesen Vorhersagen kommen wir dann schließlich zu einer Erklärung von Naturphänomenen und zu Naturgesetzen. Das ist so die ganz grobe Vorstellung, wie die klassische Physik vorgeht. Ein bisschen genauer, Beobachtung, kann man auch ein Ereignis nennen. Das ist der Zustand eines Objektes, also zum Beispiel seine Energie, seine Geschwindigkeit oder Impuls, seine Temperatur, Lichtstärke und so weiter und so fort, an einem bestimmten Punkt in Raum und Zeit. Diesen Punkt in Raum und Zeit, die markiert man üblicherweise durch die drei Ortskoordinaten, also die drei Raumrichtungen, die man hat, die meistens x, y und z. Und t ist dann eben die Zeit. Ja, so markieren wir einen Punkt in Raum und Zeit. Und so eine Ereignisabfolge in der Zeit, die ist dann eine Weltlinie. Das ist halt einfach dann der Ort als Funktion der Zeit und die Zeit eben selbst. Ja, so ein mathematisches Projekt nennt man dann eine Weltlinie. Gut, das ist das, was wir beobachten. Nun, so eine Beobachtung wird immer als objektiv angenommen. Das heißt, wenn ein anderer Beobachter dieselbe Größe misst, wird er eben genau denselben Wert bekommen. Also insbesondere sind zum Beispiel Raumabstände und Zeitintervalle unabhängig vom Beobachter. Wenn ich jetzt sage, aha, dieser Hörsaal ist so und so viel Meter breit und messe das nach, dann werden sie zum selben Messwert kommen. Und jeder andere auch. Und das wird auch in Zukunft so sein, wenn dieser Raum sich nicht irgendwie durch ein Erdbeben oder irgendwas anderes seine Struktur verliert. Also das heißt, Naturgesetze sind für alle Beobachter die gleichen. Und das ist ein wesentlicher Input in die Modellierung. Also wie modellieren wir? Nun, also ganz elementar erklärt, wir haben Zahlen, die wir auf einem Blatt Papier aufschreiben oder heutzutage im Computer notieren. Und aus denen gewinnen wir, um etwas mehr zu sagen, gewinnen wir mathematische Funktionen. Mathematische Funktionen, das sind auch nicht wiederum kodierte Zahlenwerte, die wir mit dem Computer von der Formel wiederum in eine neue Zahl übertragen können. Und diese neue Zahl, die können wir dann eben mit einer anderen Messung vergleichen. Also zum Beispiel, wir messen irgendeine Kraft, und dann leiten wir darauf eine mathematische Funktion her, die uns diesen Kraftwert eben gibt, als in einer kodierten Form. Um das zu illustrieren, nehme ich mal das Gravitationsgesetz von Newton. Also wie gesagt, wenn Sie die Formeln jetzt irgendein Problem haben, es ist nicht wirklich wichtig, es dient nur zur Illustration. Also die Kraft wird üblicherweise mit F bezeichnet, als Funktion von Ort und Zeit, ist die eben gleich einer Konstante, sogenannte Gravitationskonstante, mal der Masse von den zwei Körpern, die sich da anziehen, dividiert durch den Abstand zwischen den beiden Körpern. Das ist das, was diese Formel besagt. Sie sehen, es ist eine abstrakte Formel. Wenn ich da jetzt Zahlenwerte einsetze für die Masse und für den Abstand, für die Gravitationskonstante, kriege ich eine Zahl. Und diese Zahl kann ich im Experiment messen. Und Sie sehen in diesem speziellen Beispiel, dass diese Kraft zwischen zwei Körpern nur von deren Abstand abhängt und nicht konkret von der Richtung, ist in X-Richtung, Y-Richtung oder in vertikale Z-Richtung ist. Und die übliche Form für den Abstand zwischen zwei Punkten habe ich hier hingeschrieben. Anderes Beispiel zur Illustration, das ist die Feder. Stellen Sie sich vor, da hängt eine Feder oben an der Decke. Ja? Die Kraft ist in dem Fall hängt nur von der Auslenkung in dieser Z-Richtung ab, also stellen sich von der Decke, das wäre die Z-Achse, ja. Und je weiter die von ihrer Normallage ausgelenkt ist, also von ihrer spannungsfreien Lage ohne Kraft, desto stärker ist eben die Kraft, die man da misst. Gut, also das heißt, diese funktionale Abhängigkeit von allen drei Raumkoordinaten muss nicht immer gegeben sein. Manchmal hängt es nur von einer Kombination ab, manchmal nur von einer Größe. Okay, also das ist das, was die Physik eben letztlich macht mit in ihrer Modellierung. Also das sind, was ich hier hingeschrieben habe, diese Formeln, das sind mathematische Modelle für das, was ich messe. Dazu gibt es noch einige Axiome, die ich nicht wirklich messe, sondern die ich postulieren muss. Also insbesondere zwei Axiome von Newton sind sehr wichtig. Das erste, das sogenannte Inertialgesetz, das sagt einfach Folgendes. Stellen Sie sich vor, es gibt gar keine Kraft. Nun, dann wird sich ein Körper einfach mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Konstant heißt, es verändert nicht seine Richtung im Raum, doch nicht seinen Wert. Dieser Wert kann null sein, es kann sein, dass er einfach ruht. Ja? Aber er wird sich bestenfalls mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen, wenn keine Kraft herrscht. Das ist das Inertialgesetz. Das heißt, der ist einfach inert, der hat eine gewisse Trägheit, der wird sich einfach immer weiter bewegen, wenn keine Kraft herrscht.
Dann gibt es das Aktionsprinzip, das ist das zweite Axiom von Newton. Das stellt eben Zusammenhang zwischen Bewegung und Kraft her, nämlich indem es postuliert, dass die Kraft nichts anderes ist als das Produkt von der Masse des Körpers mal seine Beschleunigung. Ja, A ist die Beschleunigung. Das ist eine Definition von Kraft, das möchte ich betonen. Das ist ein Axiom, das heißt, das ist nicht das, was wir wirklich messen können. Was wir messen können, ist die Beschleunigung und die Masse. Und dann sagen wir, das, was wir da messen, das ist die Kraft. So, das sind jetzt also erstmal Formeln, die wir gewinnen, aber damit ist noch nicht viel gewonnen. Wir müssen jetzt eben auch Gleichungen herstellen für diese Formel. Und das machen wir zum Beispiel im Fall des Federgesetzes dadurch, dass wir eben das Federgesetz mit dem zweiten Newtonschen Axiom kombinieren, indem wir eben sagen, naja, also wir haben einmal eine Formel für die Kraft gegeben durch das Federgesetz und wir haben gegebene Formel durch die Kraft durch das Axiom. Die beiden müssen ja gleich sein, es ist ja beide dieselbe Kraft. Das heißt, es gibt eine Gleichung zwischen der Beschleunigung und dem Ort. Das will ich, wie gesagt, kurz illustrieren. Das ist eine sogenannte Differentialgleichung, die Sie da bekommen. Also wie gesagt, erschrecken Sie nicht, wenn Sie die Formel nicht verstehen, ist nicht schlimm. Es geht nur der Illustration des Vorgehens. Also eine Differentialgleichung bedeutet in dem Fall, dass die Masse mal der zweiten Ableitung des Ortes nach der Zeit, das ist die Beschleunigung, eben in x-Richtung gleich Null sein muss. Denn in x-Richtung, also in der Horizontalen, wirkt auf diese Feder ja keine Kraft. Ja? Das ist das erste Axiom. Das heißt, diese Beschleunigung ist Null. Und das besagt nichts anderes, als wenn die Beschleunigung Null ist. Wenn ich jetzt diese Formel mathematisch integriere, bekomme ich eben eine gleichförmige Bewegung. Das glauben Sie mir jetzt einfach, wenn Sie sich an Schulunterrichter jetzt nicht daran erinnern können. Ja? Das ist die Lösung von dieser Gleichung. Wir kriegen eine konstante Geschwindigkeit, ganz wie das erste Axiom eben auch sagt. Allerdings, diese Formel für den Ort, da sehen Sie zwei Größen, x0 und vx mal t. T ist die Zeit, die messe ich, ja? Das x0 und das vx. Nun, das sind nun Sachen, die stehen in der Formel oben drüber, mit Beschleunigung gar nicht drin. Wo kommen die her? Nun, das sind die sogenannten Anfangswerte, die messe ich, ja? Also ich messe zu einem gewissen Zeitpunkt, messe ich den Ort und die Geschwindigkeit einmal, ja, das sind diese x0 und die vx, und dann kann ich aus dieser Formel den Ort zu allen Zeiten berechnen. Das ist die Vorgehensweise, ja. Das ist der Trick dabei. Und so geht es mit allen anderen auch. Also schauen wir jetzt mal die vertikale Bewegung an die z-Richtung. Nun, da kriege ich wieder eine Differentialgleichung, nämlich Masse mal der Zeitableitung von der z-Koordinate ist jetzt nicht 0, da wirkt ja eine Kraft, sondern eben gemäß der Formel Federgesetz z minus z0 mal dieser konstanten k. Nun, das ist wieder eine Differentialgleichung, kann ich wieder integrieren. Und was da rauskommt, wenn ich das Resultat dieser Integration bekomme, ist eine Oszillation für den Ort und auch für die Geschwindigkeit. Zwei verschiedene oszillierende Bewegungen. Und auch die wieder haben Konstanten, die ich jetzt hier A und B genannt habe. Und die kann ich wiederum messen, indem ich einmal zur Zeit 0, sagen wir mal, den Ort und die Geschwindigkeit von diesem Federpunkt eben messe. Ja? Und so kriege ich dann wieder eine Formel für den Ort der Feder, des Endes der Feder und zu allen Zeiten. Das heißt, dieses Zusammenspiel von Beobachtung und Modell, die liefert mir eine Naturbeschreibung durch eine allgemeine Differentialgleichung plus empirische Anfangswerte, die ich messe. Das ist das Vorgehen in der Physik eigentlich generell. Okay, Naturbeschreibung. Ich schreibe eine Formel, ich bekomme Zahlen und vergleiche die. Aber wir sind in der Physik und auch Sie vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Wir wollen nicht einfach nur Zahlenwerte vergleichen. Wir wollen was verstehen, ja? Und wir wollen was vorhersagen. Wenn ich jetzt eine Formel aufschreibe und ich will da was vorhersagen, ja, also wer garantiert mir eigentlich, dass diese Vorhersage richtig sein wird? Okay, ich kann das später messen, vergleichen, aber was ist dann, wenn ich nochmal später schaue? Will ich wirklich zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft diese Formel verifizieren? Nein, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen glauben, dass diese Formel immer gilt. Glauben. Das können wir nicht wissen, das können wir nicht messen, ja? Also hier verlassen wir den Raum, die Belegungen, also hier verlassen wir das rein Empirische, sondern wir nehmen etwas an, nämlich, dass diese Formel eben immer gültig ist. Das heißt, wir müssen zusätzlich zu diesen Messungen, zu diesen empirischen Daten und zu unserem mathematischen Modell auch noch gewisse metaphysische Grundannahmen und Axiome einführen. Also insbesondere nehmen wir Folgendes an, nämlich, dass diese Modelle ja nicht einfach nur Formeln sind, sondern dass sie eben mathematisch in der Natur verankerte Ursachen und Wirkungen beschreiben. Ja? Aber Ursachen und Wirkungen, das ist kein physikalischer Begriff, wir können keine Ursache an sich messen. Ja? Wir nehmen an, dass sowas gibt es, aber das ist nichts wirklich Physikalisches. Das ist unsere Erklärung dafür, was wir da messen. Aber nicht das, was wir messen selbst. Insbesondere glauben wir, dass diese Ursachen und Wirkungen zwangsläufig sind. Denn wie sonst anders können wir sonst vorhersagen, dass diese Formel immer gelten wird. Ja? Nur wenn das zwangsläufig ist, der Zusammenhang, dann können wir auch glauben, dass diese Formel Gültigkeit hat.
Dann Ursache und Wirkung. Da müssen wir noch was Weiteres annehmen, nämlich, dass eine Verursachung nur stattfinden kann, wenn das verursachende Ereignis zeitlich vor dem Verursachten liegt. Ja? Umgekehrt rum wird es ein bisschen schwierig, sich Kausalität vorzustellen oder beliebig sozusagen. Das steckt also im Begriff der Kausalität drin. Und schließlich eben, wenn wir von einer Objektivität und allgemeingültigen Modelle sprechen, dann sagen wir damit letztlich auch wieder etwas eigentlich Axiomatisches, nämlich die Natur ist durch Mathematik beschreibbar. Das muss ja auch nicht zwingend so sein, aber das ist das, was wir eben tatsächlich da reinstecken als Annahme. Gut, also das physikalische Weltbild funktioniert so. Wir machen eine Beobachtung, das ist empirisch, wir schreiben Zahlen auf, entwickeln daraus ein Modell, das ist im Grunde im Wesen nach was Mathematisches, also beruht auf den eigentlich nur den Axiomen der Mathematik plus klassische Logik. Und daraus machen wir ein Naturgesetz, was dem Wesen nach etwas Metaphysisches ist. Keine Physik, nichts Empirisches. Naturgesetz als solches ist eigentlich ein metaphysisches Konzept. Und in diesem Bild kommen wir nun zu dem Schluss, dass Raum und Zeit ein Gefüge bilden, in dem sich Physik eben entlang von diesen Weltlinien abspielt. Gut, jetzt muss ich nochmal Ihre Geduld ein bisschen beanspruchen und auch das nochmal präzisieren. Ich habe eben gesagt, alle Beobachter messen das Gleiche. Naja, stimmt das wirklich so wörtlich? Es kann gar nicht so wörtlich stimmen. Stellen Sie sich mal vor, Beobachter beobachtet irgendwas und stellt fest, das hat stattgefunden an dem Ort mit den Koordinaten 400 Meter in X-Richtung, 250 Meter in Y-Richtung und 182 Meter in Z-Richtung. Na, erst einmal, was ist denn X, Y und Z? Müssen Sie festlegen. Z habe ich vorhin als die Höhe betrachtet, aber ein anderer kann sagen, nö, das ist die Richtung da schräg und X ist hier. Ja? Irgendwas Schräges, kann man ja so sagen. Das heißt, und außerdem 400 Meter, 182 Meter von wo denn eigentlich? Vom Meeresspiegel oder vom Erdmittelpunkt oder von wo? Wir müssen also, um überhaupt diesen Zahlen einen Sinn zu verleihen, einen Bezugsmoment festlegen, Koordinatenursprung und auch die Richtung von dem Koordinatensystem, die muss irgendwie definiert werden. Genauso mit dem Zeitnullpunkt. Wenn ich sage 15 Uhr oder 15 Stunden, 15 Stunden gerechnet von wo, ja, von ab wann. Das heißt, es muss zusätzlich noch Konventionen geben, um überhaupt diesen Zahlenwerten eine Bedeutung zu verleihen. Denn jemand anders, der ein anderes Bezugssystem verwendet, wird natürlich andere Zahlenwerte messen. Ja, das heißt, diese Konventionen müssen mitkalkuliert werden. Also wenn jemand am Ursprung des ganzen Systems steht, das Ereignis stimmt, vier statt die Koordinaten haben Werte 0, 0, 0. Ja? Denn ich bin ja hier am Ursprung, wo alle Werte 0 sind. Andere sagen, der 400 Meter x-Richtung entfernt, sagen, nee, das Ereignis findet in 400 Meter, bei 400 Meter statt. Das sind verschiedene Zahlenwerte, aber trotzdem beschreiben sie selber das gleiche Ereignis. Das heißt, man muss diese Koordinatenwerte ineinander umrechnen. Nun, da stellen sich die Fragen, also der Ursprung des Koordinatensystems, wo kann das sein? Muss der jetzt hier in Wuppertal in der Kios sein? Ist das der ausgezeichnete Ursprung, von dem man alles messen muss? Ja? Oder kann das in Jülich im Forschungszentrum sein, wo ich mein Büro habe? Vielleicht ist das der beste Ort, an dem man messen muss. Naja, also offensichtlich ist keins von beiden der Fall. Ist es eigentlich völlig egal, wo wir den Nullpunkt hinlegen. Auch den Zeitnullpunkt. Ja? Ist der jetzt oder ist der zum Zeitpunkt der Schöpfung der Welt oder wann? Ja? Also es ist ganz klar, diese Festlegungen sind beliebig und es ist eben auch so, dass Naturgesetze eben genau von diesen Festlegungen nicht abhängen dürfen. Denn sonst bekämen wir ein Chaos. Genauso mit der Rotationsinvarianz. Es gibt auch keine ausgezeichnete Richtung. Warum soll das hier die Z-Richtung sein und nicht das da oder das? Also, das sind Dinge, die müssen festgelegt werden und verschiedene Beobachter, die verschiedene von diesen Koordinatensystemen nutzen, müssen ihre Werte ineinander umrechnen. Und es gibt noch eine dritte Sache, die wir festlegen müssen, nämlich diese Bewegung. Ja? Wir haben vorhin gesagt, wenn keine Kraft wirkt, kann sich ein Körper gleichförmig mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Das heißt, wir können auch bewegte Bezugssysteme betrachten und müssen also auch das festlegen, mit welcher Geschwindigkeit sich ein Bezugssystem bewegen soll. Aber auch das wird man schnell feststellen, das ist beliebig. Ja? Also bis jetzt. Relativ zu was überhaupt, also das ist dann egal. Also, Beispiel für diese Galilei-Invarianz nennt man das, diese Invarianz von Naturgesetzen unter Geschwindigkeitsänderung, sozusagen unter Transformation der Geschwindigkeit, ist das folgende. Stellen Sie sich vor, Barbara fährt mit der Geschwindigkeit 100 km pro Stunde auf der Straße und wird von Axel mit 130 überholt. Nun, die Geschwindigkeiten 100 und 130, die sind relativ zur Straße als ruhender Bezugspunkt. Wir können aber genauso gut sagen, naja, also Barbara, die ist viel wichtiger, die ist der Bezugspunkt, dann wird eben der Axel eine Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde haben. Ich meine, die Differenz zwischen diesen beiden. So ist das zu verstehen mit diesen Transformationen. Die spielen nämlich eine große Rolle, deswegen nehme ich einiges an Zeit hierfür. Ich werde das an anderer Stelle nochmal bringen und dann eben etwas entsprechend überspringen, nur dass Sie halt sehen, das ist wichtig.
Also wovon man hier eben spricht, ist von der Äquivalenz von Inertialsystemen. Beobachte, die sich gleichförmig zueinander bewegen, die messen dieselben Invarianten, zum Beispiel Zeitintervalle oder auch Abstände, denn da gehen diese Transformationen, die wir machen müssen, die gehen darin gar nicht ein. Größen, die eben nicht invariant sind, die werden ineinander umgerechnet, wie zum Beispiel diese Geschwindigkeit. Und wenn das geschehen ist, dann formulieren sich dieselben Naturgesetze. Das heißt, die Naturgesetze, die hängen nicht ab von der Wahl dieses Koordinatensystems. Das heißt, bedeuten, die mathematischen Formeln, die müssen invariant unter diesen Transformationen sein. Die müssen so geschaffen sein, wenn ich die Transformation durchführe, dass die Formel immer noch die gleiche ist. Und das habe ich hier ein Beispiel gegeben. Ich mache es einmal ausführlich, nachher nicht mehr ausführlich. Nehmen wir das Federgesetz in einem Bezugssystem mit einem gewissen Ursprung, mit diesen Koordinaten und mit einer gewissen Geschwindigkeit. Dann wird eben beobachtet im bewegten System die Koordinaten im ursprünglichen System bemessen als eine Differenz der Koordinaten minus der Geschwindigkeit, eben noch, die das Bezugssystem hat. Das ist das, was Sie aus verschiedenen Systemen sehen. Wenn Sie jetzt aber die Auslenkung anschauen im neuen System, das ist eine Differenz von Koordinaten. Und die Differenz von Koordinaten, die bleibt gleich. Denn der verschiedenen Orten, verschiedene Geschwindigkeiten strukturieren sich diese Differenz einfach raus. Genauso die Beschleunigung. Das ist die zweite Ableitung nach der Zeit. Aber die zweite Ableitung nach der Zeit von der Konstanten, diesem anderen Ort, oder von der Verschiebung des Ortes, die proportional zur Zeit ist, die ist eben auch null. Das heißt, das Befehlergesetz mit bewegten Bezugssystem mit den neuen Koordinaten ist exakt dasselbe wie im alten. Das ist das, was diese Invarianz bedeutet. Wenn Sie allerdings jetzt ein beschleunigtes Bezugssystem nehmen, wo sich die Geschwindigkeit ändert im Laufe der Zeit, dann sehen Sie, dass da keine Invarianz vorliegt. Das heißt, und das ist der Punkt dieser langen Erklärung, dieser absolute Raum, von dem wir reden und von der Physik, die wir in diesem absoluten Raum betreiben, hat eine merkwürdige Eigenschaft. Er zeichnet nämlich Inertialsysteme aus, das heißt Systeme, in denen sich Beobachter beliebig irgendwo befinden können, beliebig drehen können, aber nur mit einer konstanten Geschwindigkeit sich bewegen. Wenn sich jemand beschleunigt bewegt, wird tatsächlich die Form des Naturgesetzes verschieden aussehen. Wie an diesem Beispiel leicht zu demonstrieren. Okay, also das ist das, was wir festhalten wollen. Vorgehensweise. Das heißt, zu welchen Schlüssen kommen wir jetzt? Das ist nur eine Zusammenfassung. Zum einen, der Raum ist unendlich und kontinuierlich. Die Relationen zwischen Körpern und der räumlichen werden durch die euklidische Geometrie beschrieben. Die Zeit ist ebenfalls unendlich und kontinuierlich. Und der Raum, der ist eben erfüllt von dem Äther und von massiven Objekten, die aber keinen Einfluss auf die Strukturen Raum und Zeit haben. Raum und Zeit sind absolut, es gibt auch keine Fernwirkungen. Beobachten sind objektiv, das heißt, sie werden all von allem gleich gemessen, abgesehen von diesen Transformationen, die wir bezüglich den Bezugssystemen machen müssen. Aus diesen Beobachtungen gewinnen wir mathematische Modelle und schließlich Naturgesetze. Und diese Gesetze haben die besondere Form, die mathematischen Formeln, Invarianz in der Transformation zwischen Inertialsystemen, aber nicht in der Transformation zwischen beschleunigten Systemen. Was wir daraus sehen, ist, dass Raum und Zeit in der klassischen Physik eine Weltenbühne definieren, auf der sich alle physikalischen Ereignisse abspielen. Und alle beobachteten Inertialsysteme sehen alle genau das gleiche Spiel. Gut, soviel zum klassischen Verständnis, mit dem ich jetzt also viel Zeit zugebracht habe, weil wir das verstehen müssen im Kontrast zu anderen Zugängen. Jetzt werde ich ein bisschen flotter gehen, weil es jetzt, denke ich, einmal das Prinzip klar geworden ist. Gut, also, klassische Physik war Mitte des 19. Jahrhunderts wohl etabliert. Allerdings gab es dann noch andere Entwicklungen, Elektrodynamik zum Beispiel. Da wurde zum Beispiel eine Formel aufgestellt für elektromagnetische Schwingung, in der die Lichtgeschwindigkeit als Naturkonstante eingeht. Nun, das war zunächst mal kein so großes Problem, aber wenn eine Geschwindigkeit vorkommt, Naturgesetz, müssen wir natürlich fragen, Geschwindigkeit relativ zu was? Naja, da liegt es natürlich nahe zu sagen, zu dem ruhenden Äther, den wir ja postulieren. Ne? Allerdings hat es dann etwas später, schon 20 Jahre später ungefähr, Probleme gegeben. Nämlich, es wurden astronomische Experimente durchgeführt, mit denen man eigentlich dem Äther die haben eigentlich mit diesem ruhenden Äther im Widerspruch gestanden. Gut, es gab Möglichkeiten, wie man da irgendwie raus konnte, aber diese Möglichkeiten waren alle sehr konstruiert. Das heißt, es gab also jetzt zum ersten Mal ein echtes Problem mit dieser Vorstellung von Raum und Zeit und dem Äther, der darin ruht. Und so hat eben, wie gesagt, Poincaré und Lorentz insbesondere haben sie darüber nachgedacht. Und aufbauend auf diesen Gang hat nun Einstein seine Spezialrelativitätstheorie entwickelt, 1905. Was er mit dieser Relativitätstheorie macht, ist etwas zu kombinieren, nämlich die Äquivalenz von Inertialsystemen, die man sich auch gar nicht anders vorstellen kann, ja, die
muss eigentlich so sein, wenn wir objektive Naturgesetze haben. Aber die Lichtgeschwindigkeit, der hat gesagt, nee, die kann nicht relativ zu irgendeinem runden Äther sein. Das passt mit diesen Expansionen nicht zusammen. Und wir sagen einfach, die ist einfach absolut konstant in allen Inertialsystemen. Und das geht aber dann eben nur, wenn wir in diesen bewegten Bezugssystemen, das werde ich gleich illustrieren, eine Längenkontraktion und eine Zeitdilatation zulassen. Das heißt, Beobachter, die sich bewegen, messen andere Längen als ein ruher Beobachter, der ruht. Genauso mit der Zeit. Das ist natürlich ein bisschen verrückt. Ja. Das heißt, Raumabstand und Zeitintervall sind eben keine Invarianten, wie wir das in der klassischen Physik uns vorstellen, sondern sie abhängen vom Beobachter ab. Seltsam. Ist aber so. Denn das ist wirklich empirisch bestätigt. Um zu sich vorstellen, wie verrückt das ist, will ich noch ein bisschen Zeit verschwenden an einem kleinen Gedankenexperiment. Also stellen Sie sich mal vor, die Lichtgeschwindigkeit wissen wir alles extrem schnell. Ein bisschen unanschaulich, finde ich. Also stellen wir uns mal vor, eine etwas vorstellbare Geschwindigkeit sei eine absolute Naturkonstante. Nehmen wir mal 130 km pro Stunde. Stellen wir vor, das ist eine Konstante wie die Lichtgeschwindigkeit. Entschuldigung. Also, jetzt nehmen wir wieder Barbara, der mit 100 km auf der Autobahn fährt und Axel mit 130, mit dieser Naturkonstante. Nun, was bedeutet das, was ich das sage? Nun, das bedeutet folgendes, ein Radargerät am Straßenrand wird eben genau diese Geschwindigkeit bemessen. Ja? Das ist diese messtechnische Bedeutung meiner Aussage. Das heißt, nach einer Stunde Zeit, ich habe hier meine Raumzeitachse aufgemalt, also in vertikal Richtung die Zeit, in horizontaler Richtung den Ort. Nach einer Stunde sehen Sie, wenn Sie schauen, auf der folgenden Linie folgen, dass das eine Auto, nämlich Barbara, sich 100 Kilometer entfernt hat vom Ausgangsort und das andere 130 Kilometer. Das heißt, die werden nach einer Stunde 30 Kilometer voneinander entfernt sein. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Wenn allerdings diese Annahme von der absoluten Konstant der 130 Kilometer wirklich stimmt, in allen Inertialsystemen, wir haben jetzt zwei Inertialsysteme hier, nun, dann ist es eben nicht so. Es wird vielmehr so sein, dass Barbara den Axel nicht mit 30 Kilometer pro Stunde von sich wegfahren sieht. Stellen Sie sich vor, ein Überholvorgang, der andere fährt 100, ich fahre 100, der andere fährt 130, dann fährt er mit 30 Kilometer von mir entfernt. Nein, sie wird 130 Kilometer ermessen. Obwohl der auch 130 relativ zum Rad fährt und nicht 100. Das ist ein Faktor. Und erklären kann man sich eben nur, indem man dieses Bild, was ich hier hingemalt habe, dahingegen verzerre, dass dieser Abstand, den Sie da sehen zwischen den beiden Autos, eben nicht mehr 30 Meter sind, sondern 130 Meter. Ja. Nur durch so eine Verzerrung können wir das erklären. Das heißt, diese Verzerrung ist real. Es sind wirklich andere Längen und Zeiten, die man bemessen wird für diese beiden Beobachter. Also mit anderen Worten, Zeitgleichzeitigkeit der Zeitintervalle und Abstände hängen vom Inertialsystem ab, das man betrachtet und damit eben vom Beobachter. Ich bestimme ja, mit welcher Geschwindigkeit ich mich bewege. Hier eine Illustration, die ich von der Uni Tübingen, von deren Homepage genommen habe, wie Sie das etwas dann auch sehen würden. Also links oben sehen Sie Markers in Tübingen, wenn Sie einfach da stehen, sieht das so aus. Wenn Sie sich mit 80% der Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann ist das nächste Bild, alles verzerrt. Und wenn Sie noch näher an die Lichtgeschwindigkeit rangehen, ist es noch mehr verzerrt. Genauso mit Häusern auf dem Tübinger Marktplatz. Wenn Sie einfach davor stehen, sehen Sie diese drei Häuser. Wenn Sie sich mit 90% Lichtgeschwindigkeit bewegen, sehen Sie Häuser nicht nur frontal, sondern auch von der Seite, wo sie an derselben Stelle stehen. Das ist die Verzerrung des Raums. Sie können also quasi um die Ecke gucken. Ja? Und schließlich, wenn Sie noch schneller werden, da ist ein Druckfehler, das muss 0,8 sein, 0,9, also 90%, und von oben schauen, nun dann sehen Sie den Raum so gekrümmt, dass es so aussieht, als ob Sie eine ganze Weltkugel sehen würden. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie kommen mit 90% der Lichtgeschwindigkeit auf dem Marktplatz zugerast und Sie sind 10 Meter davor, dann sehen Sie das auf dem Bild rechts unten. Ja, was hat es für Konsequenzen? Nun, es gibt immer noch Invarianten, aber eben nicht mehr Raum und Zeit, sondern eine sogenannte Raumzeitabstand gegeben durch diese Formel. Umrechnung von Beobachtungsdaten zwischen Inertialsystemen findet immer noch statt, aber eben nicht mit dieser einfachen Galilei-Transformation, wo wir Geschwindigkeiten substrahieren, sondern die sogenannte Lorentz-Transformation, die ich nicht hinschreiben will. Die Naturgesetze sollten natürlich invariant sein unter diesen neuen Transformationen. Das heißt, die echten Naturgesetze sozusagen sind nicht die Newton'schen, die nicht diese Invarianz haben, sondern wir müssen sie umformulieren. Was wir also schließen können,
Die Raumzeit, Sie sehen hier, dass Ort und Zeit in diesen Abstand zusammen gemeinsam eingehen, bilden jetzt gemeinsam ein Gefüge, nicht mehr getrennt, wenn die Physik abstellt. Sind aber eben nicht absolut, sondern abhängig vom Beobachter. Und die Raumabstände und Zeiten werden jetzt eben nicht getrennt, invariant. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen von einer vierdimensionalen Raumzeitkontinuum sprechen. Das hat Minkowski im Grunde noch eingeführt, in dem diese Raumzeit flach ist. Das ist eine Verallgemeinung von Euklidisch. Es gibt verschiedenartige Raumzeitabstände. Die können zeitweilig, lichtartig, raumartig sein. Das müssen wir jetzt nicht hier eingehen. Es gibt immer noch keine Fernwirkung. Das heißt nur, man kann sich nicht schnell als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und eine invariante Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft, die gibt es nur bei diesen sogenannten zeitigen Abständen. Das heißt, es muss nicht nur die Zeitdifferenz größer als 0 sein, es muss auch dieser Raumzeitabstand, Entschuldigung, ich muss mal was trinken, das Quadrat muss größer als 0 sein. Ich sage, das ist nicht wichtig, im Detail zu verstehen, ich will nur damit sagen, es ist anders als in der klassischen Physik. Man kann sich also quasi die Welt als ein Art Blockuniversum vorstellen, mit vier Dimensionen und einer Achse als Raum, als Zeit, wo dann quasi ein Ereignis nicht etwas ist, was in der Zeit geschieht, sondern als Punkt in dieser vierdimensionalen Zeit einfach da ist. Einstein hat das so formuliert, die Physik wird aus einem Geschehen im dreidimensionalen Raum gewissermaßen eins sein in der vierdimensionalen Welt. Das ist eine Weise, wie man das sehen kann. Okay, damit aber jetzt noch nicht genug. Es sind immer noch diese Inertialsysteme, die eine besondere Rolle spielen. Außerdem, wir haben in diesen Newtonschen Gesetzen etwas gesehen. Da war zum einen die Kraft, die zwar in der Gravitation wirkt, die proportional zu den Massen ist. Dann war die Masse aber auch nochmal in diesem Trägheitssatz, wo die Kraft proportional zur Beschleunigung ist. Das gilt für jede beliebige Kraft, nicht nur für Gravitation. Warum sollen denn diese beiden Massen eigentlich dieselben sein? Warum soll die Masse, die Gravitationskraft bestimmt, dieselbe sein wie diese Trägemassen, die den Zusammenhang zwischen Kraft und Beschleunigung herstellt? Das ist eigentlich komisch. Es gibt keinen echten Grund dafür. Darüber hat sich Einstein gewundert und sagt, das ist einfach das, was wir sagen, das ist einfach so. Und jetzt erforschen wir die Konsequenzen dieser Tatsache, dass das so sein muss. Und außerdem hat er sich gefragt, warum sollen diese Inertialsysteme denn eigentlich so speziell sein? Warum sollen Naturgesetze nicht auch invariant unter Transformation zwischen Beschleunigungsbezugssystemen sein? Wenn man das ernst nimmt und fordert, dass diese mathematischen Formeln nicht nur invariant sind unter Lorentz-Transformationen, sondern auch unter Transformationen zwischen beschleunigten Systemen, dann bekommt man neue mathematische Formeln, die ganz anders sind. Und so kam eben dann Einstein zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und hier findet etwas Neues statt, nämlich diese Raumzeit, die ist immer noch vierdimensional, wie schon bei Minkowski oder in der speziellen Relativitätstheorie, aber sie ist gekrümmt. Einstein ist eine Molluske genannt. Man benutzt nicht starre Bezugssysteme, welche sich nicht nur als Ganze beliebig bewegt sind, sondern auch während der Bewegung beliebige Gestaltsänderungen erleiden. Das heißt, die werden nicht einfach nur verzerrt, die kann man verformen, so wie eine Qualle oder wie eine Schnecke, ja, wenn man sie, nachdem wie man sich bewegt. Und das Ganze, das hängt eben von der Masse ab. Hier haben wir nochmal festgestellt, dass jetzt eben diese Beschleunigungsbezugssysteme äquivalent sind. Das heißt, wir haben Naturgesetze müssen invariant sein mit diesen ganz allgemeinen Transformationen, mit denen man diese Verformung eben zulassen kann. Und man sieht eben, wenn man das macht, dass die Gravitationskräfte, also man jetzt auch noch annimmt, dass die Trägemasse aus der Beschleunigung und die Masse in der Gravitationsgesetz die wirklich dieselben sind, dann kommt man dazu, zu der Vorstellung, dass die Masse selbst verantwortlich ist für die Krümmung des Raums, die mit dieser Kraft zu tun hat. Es gibt also keinen Raum ohne Feld und die Metrik des Raums, also sprich die lokale Geometrie, die dann eben nicht mehr euklidisch ist, die ist gegeben durch die Lösung von Gravitationsgleichungen mit einer empirischen Masseverteilung. Das heißt, die Masseverteilung messen wir und daraus können wir die Krümmung des Raums überall berechnen. Konkrete Konsequenzen. Man braucht immer noch keine Fernwirkung. Es gibt stattdessen Gravitationsfeld, so ähnlich wie ein magnetisches Feld. Die Raumzeit ist dynamisch. Das heißt, die Raum und Zeit selbst haben Wellenphänomene. Das heißt, die Krümmung, die kann sich wie eine Welle ausbreiten. Es kann auch vorkommen, dass das ganze Universum sich expandiert oder kontrahiert oder schwingt, oszilliert. Und die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, nur wenn keine Gravitation vorhanden ist. Die Gravitation verändert die Frequenz. Das heißt hier, die Raumzeit
ist nicht mehr die Bühne, sondern selbst physikalische Phänomene und damit empirischer Gegenstand. Und Raum ist ohne Masse nicht denkbar. Eigentlich, wie sich das Descartes schon vorgestellt hat, aber jetzt im etwas wörtlichen Sinne. Hier noch zur Illustration, die Krümmung der Raumzeit. Es war schon eigentlich länger bekannt, dass das Universum nicht wirklich unendlich sein kann, wie das in der klassischen Physik hier eigentlich man so denken würde. Denn wenn das so wäre, dann müsste der Himmel unendlich hell sein oder aber die Dichte von Sternen müsste im Laufe mit großen Distanzen verschwinden. Aber dann wären wir wiederum in einer bevorzugten Region des Raumes. Das ist auch komisch. Genauso, wenn wir eine Expansion des Universums uns vorstellen, wie das dann in den 20er Jahren auch festgestellt wurde, stelle ich vor allem am Anfang der Zeit, wenn es immer weit expandiert, dann muss es irgendwann ein Punkt gewesen sein, was war davor. Oder aber, wenn es eben doch unendlich ist, naja, warum sind dann nicht längst den Hitzetod durch die Thermodynamik gestorben? Nun, diese Probleme können wir eben genau, alle diese können man lösen mit der Raumzeitkrümmung der allgemeinen Relativitätstheorie. Denn Raum und Zeit können endlich, aber doch grenzenlos sein. Das kann man sich nicht vorstellen, weil unsere Vorstellungsvermögen reicht dafür nicht, aber wir können es veranschaulichen an zweidimensionalen Flächen. Sehen einmal die Kugelfläche. Die ist ganz klar endlich, ja, eine Kugel hat eine endliche Oberfläche, aber sie hat natürlich keine Grenze. Ja, Sie können so lange auf der Kugel rumspazieren, wie Sie möchten, Sie werden nie irgendwo eine Grenze finden und auch keinen Anfang und kein Ende. Können auch unendlich sein, aber nicht glatt, sondern irgendwie schräg gekrümmt, wie im Beispiel rechts. Was nun der Fall ist, ist eine rein empirische Frage. Wir müssen das Massenverteilen im Universum messen und dann können wir sagen, wie der Raum gekrümmt ist. Okay. Ein wichtiger Punkt, den möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen, das sind sogenannte Singularitäten, den überspringe ich jetzt mal, sondern einfach nur noch auf die Bestätigung der Relativitätstheorie kurz eingehen. Nämlich, die Raumzeitkrümmung hat verschiedene Konsequenzen, die man messen kann. Also man hat schon in dem 19. Jahrhundert festgestellt, dass die Umlaufbahn des Merkur sich auf eine merkwürdige Weise verändert. Das hat man erklären können durch die Raumkrümmung dann, also quantitativ. Und außerdem hat man 1920 bei einer Sonnenfinsternis feststellen können, dass Sterne, die perspektivisch direkt neben der verfinsterten Sonne waren, an einer anderen Position sichtbar wurden, wo sie eigentlich hätten sein sollen. Und das ist genau das Resultat dieser Raumkrümmung in der Nähe der Sonne, die eine große Masse hat. Also je größer die Masse, desto Massenkonzentration, desto mehr die Raumkrümmung. Das hat man messen können. Im Universum hat man dann mit der die Expansion mit der kosmischen Hintergrundschneidung in Beziehung setzen können. Gab es den Nobelpreis 78, die besagten schwarzen Löcher, die jetzt ganz starke Massenkonzentration haben, die wurden entdeckt und deren Eigenschaften teilweise erklärt durch die Relativitätstheorie. Gab es den Nobelpreis vergangenes Jahr. Mit Gravitationswellen, die ich erwähnt habe, die wurden auch nachgewiesen. Gab es den Nobelpreis unmittelbar danach, 2017. Es gibt eine sogenannte Strahlung von schwarzen Löchern, die Hawking-Strahlung, die man dieses Jahr nachgewiesen hat. Auch auf der Erde kann man die allgemeine Relativitätstheorie bestätigen, nämlich würden unsere Navis würden nicht funktionieren ohne Berücksichtigung der Effekte der Raumkrümmung. Ja, die sind so präzise, dass man selbst die relativ kleine Raumkrümmung der Erde auf diese Weise nachweisen kann. Das heißt, diese allgemeine Relativitätstheorie, die ist heute ein Stützpfeiler unseres physikalischen Naturbildes. Sie hat die klassische Physik nicht falsifiziert. Es ist vielmehr so, dass bei kleinen Massen und Geschwindigkeiten die mathematischen Formeln der Relativitätstheorie sich reduzieren zu den Formeln der Newton'schen Mechanik. Allerdings diese Singularitäten, das sind also mathematische Eigenschaften, die mathematisch sehr unbefriedigend sind, die geben Hinweis auf die eigene Grenze des Gültigkeitsrahmens. Also, was wir schließen können, die vierdimensionale Raumzeit der Relativitätstheorie ist keine Weltenbühne, der Bruch des Selbstbild quasi zum Akteur. Es gibt gar keinen Raum ohne Masse. Materie, Masse, Raum und Zeit und auch Wellenerscheinungen bilden eine Einheit. Gut, das klingt jetzt nach einem großen Fortschritt, aber es gibt ein Problem damit. Nämlich, gleichzeitig Relativitätstheorie hat sich die Quantenmechanik entwickelt. Der fundamentale Gedanke der Quantenmechanik ist der sogenannte Teilchen-Welle-Dualismus. Besagt, dass ein Objekt als Teilchen oder Welle erscheint, je nachdem, welches Experiment wir damit anstellen. Das heißt, es hängt von uns ab, ist auch wieder merkwürdig. Ist aber nicht der Punkt, um den es hier geht. Ich will vielmehr sagen, was die wesentlichen Eigenschaften der Quantentheorie sind, nämlich, dass es nun statt kontinuierlichen Energien zum Beispiel
Diskretenergien gibt. Das heißt, Energien, die nur bestimmte Werte annehmen können. Vielleicht erinnern Sie sich an den Chemieunterricht, an die Elektronen bei einem Wasserstoffatom, die eben nur bestimmte diskrete Werte haben. Dann die Wellengestalt äußert sich darin, nicht wie eine Welle auf dem Wasser, wo wir sagen können, aha, das Wasser, die Welle hat so eine Höhe, ja, sondern diese Wellengestalt, die besagt eine Wahrscheinlichkeit, irgendetwas zu finden. Also wenn diese Welle einen hohen Wert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis stattfindet, groß. Wenn sie niedrig wird, ist sie klein. Aber es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Das heißt, eine Unvorhersagbarkeit ist ganz fundamental in der Natur verankert. Observable sind eben messbare Größen, ja, wie Energie oder sowas. Schließlich gibt es noch die Unschärferelation, die besagt, dass bestimmte Paare von Observablen, von Messgrößen, nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit gemessen werden können. Bei unserem Feder können wir gleichzeitig Ort und Geschwindigkeit berechnen und auch gemessen. Im Prinzip mit beliebiger Genauigkeit. In der Realität natürlich nicht, aber wenn wir ein gutes Messinstrument haben, geht das sehr genau. Nun, nach der Quantenmechanik geht das prinzipiell nicht. Man kann nur eins beliebig genau messen, aber dann ist das andere völlig unscharf. Nur das Produkt aus beiden, das hat, nimmt einen gewissen Mindestwert an. Das heißt, und gerade eine Weltlinie, die so wichtig ist in der klassischen Mechanik, die kann man gar nicht exakt bestimmen. Ja? Eine Weltlinie besteht aus Ort und der Geschwindigkeit, nämlich wie sich der Ort ändert. Man kann sie nicht exakt bestimmen. Und das ist ein Problem. Auch hier wiederum hat die Quantenmechanik klassische Physik nicht wirklich widerlegt. Sie geht darüber hinaus zu bestimmten Gültigkeitsrahmen. Denn wenn wir Energie nehmen aus dem Alltagsbereich, dann sehen wir von den Quantenphänomenen nichts. Aber wenn wir Skalen betrachten im atomaren Bereich, dann sehen wir sie eben. Das ist aber eben wichtig für die Relativitätstheorie. Denn da kommen genau diese Skalen miteinander, die Aussagen für diese Skalen miteinander in Konflikt. Denn in der Quantenfeldtheorie haben wir eine Diskretheit, anders als das Kontinuum der Realitätstheorie. Wir haben Wahrscheinlichkeiten statt Bestimmtheit. Wir haben Unschärfe statt Genauigkeit. Und während in der Realitätstheorie die Raumzeit ein physikales Objekt ist, bleibt sie in der Quantenmechanik eigentlich eine Bühne. Das heißt, wir haben hier ganz konzeptuelle Probleme, die zu vereinigen. Es gibt auch konkrete Aussagen, wo es dann Widersprüche gibt. Also zum Beispiel in der allgemeinen Relativitätstheorie würde man sagen, dass wenn wir so ein Elektron haben, was im Atomkern kreist, das ständig Gravitationsenergie abstrahlen würde. Das heißt, es würde irgendwann mal im Atomkern versinken. Das passiert aber nicht. Das heißt, man muss eigentlich auch die Realitätstheorie quantisieren, aber das geht nicht aus diesen Gründen, konzeptuellen Gründen, die wir oben gesagt haben. Schon Einstein hat das festgestellt, also mit dem damals bekannten Stand der Quantenmechanik, dass die Quantentheorie wird modifiziert werden. Er war sich also an der Begrenzung selbst bewusst. Und eben diese Unschärferelation, die besagt, dass wir eine Welt nicht exakt bestimmen können, heißt, dass dieser Zusammenbruch der Realitätstheorie spätestens stattfinden muss auf einer Skalen von Längenzeiten, die allerdings unglaublich klein sind. Also, auf räumlichen Abständen weniger als 10 hoch minus 33 Zentimeter kann die Realitätstheorie nicht gültig sein. Das ist winzig, denn ein Protondurchmesser, das ist 10 hoch minus 13 Zentimeter. Das heißt, der Protondurchmesser ist 10 hoch 20, das sind, 1000 Milliarden Milliarden mal dicker als dieser Abstand, unter dessen der Realitätstheorie zusammenbricht. Das heißt, für praktische Belange hat das gar keine Bedeutung, aber wenn wir eine vereinigte Theorie wollen, dann heißt das, das geht eben doch nicht. Um so eine vereinigte Theorie zu finden, das ist die größte Herausforderung der heutigen Physik. Gut, und damit will ich jetzt so langsam zum Ende kommen. Das heißt, es gibt einige Kandidaten, die das tun, sogenannte Stringtheorie. Die hat Probleme, die ich jetzt nicht eingehen will. Es gibt auch eine Singularitätentheorie von Hawking und Penrose, die einige Probleme vermeiden kann, aber auch nicht befriedigend ist. Hier muss man in der zweidimensionalen Zeit arbeiten, die man nicht wirklich beobachten kann. Die eine Theorie, die es momentan gibt, die genauso spekulativ ist, aber sehr spannend, ist die sogenannte Schleifenquantengravitation. Da ist die Raumzeit eben nicht mehr kontinuierlich, sondern selbst diskret quantisiert. Und das ist spannend, weil es eben wirklich eine weitere mögliche Relation in Naturbild der Physik und insbesondere im Verständnis von Raum und Zeit ist. Dafür also jetzt nur die letzten 5 bis 10 Minuten. Ja, die Mathematik im Vergleich, das müssen wir jetzt nicht im Detail durchlesen. Ich will nur noch mal hinweisen, wenn wir etwas messen, dann messen wir den Zustand eines Teilchens und eine Teilchenänderung beschreiben das durch mathematische Formeln in der klassischen Physik.
Das macht man auch in der Quantentheorie so, nur eben mit ganz anders gearteten Formeln, mit sogenannten Operatoren, die nun folgende Eigenschaft haben. Das ist eigentlich das, was hier steht. Ein Operator ist kein Zahlenwert. Ein Operator, das ist ein mathematisches Objekt, das uns sagt, wie sich etwas ändert. Und die Art und Weise, wie wir vorgehen, ist das folgende. Wir stellen uns einen Referenzvorstand, Zustand vor, sogenanntes Vakuumzustand. Und zur Veranschauung stellen wir einfach vor, ruhende Fläche Wasser. Ja? Das Wasser bewegt sich jetzt nicht. Wenn ich jetzt einen Zustand erzeugen will, der von Interesse ist, dann wende ich einen Operator an. Ich gebe jetzt mal einen Finger hier rein. Dann sehen Sie Wellen auf dem Glas. Ja? So müssen Sie sich vorstellen, wie die Quantenmechanik vorgeht. Es gibt einen Referenzzustand, das sogenannte Vakuum, und der Operator erzeugt daraus einen Zustand, den ich beobachten will. Dann gibt mir die Mathematik die zeitliche Entwicklung dieses Operators an und später mache ich eine neue mathematische Operation, die mir dann Wahrscheinlichkeiten gibt. Und diese Wahrscheinlichkeiten kann ich dann mit experimentellen Wahrscheinlichkeiten vergleichen. Ja? So geht die Quantenmechanik vor. Wie gesagt, Raum und Zeit bleiben in diesem quantenmechanischen Bild eine Bühne. Allerdings, was ist denn dieser Vakuumzustand in der Quantentheorie? Das ist die Abwesenheit von physikalisch beobachten Teilchen. In dem Fall bei dem Glas die Abwesenheit von Wellen. Aber das ist der Grundzustand, das ist nicht seine Abwesenheit. Das Wasser ist immer noch da. Ja? Also das Vakuum heißt nicht, dass da kein Wasser ist. Da ist irgendwas. Es ist sogar so, dass dieses Vakuum der Quantenfeldtheorie, das ist permanent vorhanden, überall dynamisch quasi angefüllt. Nämlich angefüllt mit was? Nun mit allen denkbaren Realisierungen des Weltgeschehens. Dieses Glas Wasser ist angefüllt, obwohl es gut ist, mit allen Möglichkeiten der Wellen zu erzeugen. Ja? Die sind einfach vorhanden. Und genauso hat dieses Vakuum der Quantenfeldtheorie in sich verborgen auch alle möglichen Realisierungen von physikalischen Geschehen in Raum und Zeit. Und das kann man tatsächlich gewisse Dinge berechnen. Das ist der sogenannte Unruheeffekt. Also wenn Sie jetzt einen beschleunigten Beobachter nehmen, dann wird er im Vakuum, also auch wenn da gar nichts ist, ja, ein Gas von Teilchen, von Photonen und Elektronen beobachten, ein Gas, und zwar mit der Temperatur, die proportional zur Beschleunigung ist. Das ist eine solche Vorhersage. Das wird niemals jemand wirklich beobachten können, weil der Effekt so klein ist, dass man irrsinnige Beschleunigung bräuchte und jede solche Beschleunigung wird ein Messgerät sofort zerstören. Also das ist nicht wirklich beobachtbar, aber es wäre eben so, wenn man das so konstruieren könnte. Es gibt auch beobachtbare Eigenschaften von dem Vakuum, nämlich in diesem Vakuum, das sehen Sie jetzt hier nicht wirklich, da gibt es Fluktuationen. Auch hier gibt es Fluktuationen. Wenn Sie jetzt wirklich mit dem Mikroskop schauen würden, würden Sie sehen, dass die Atome an diesem Wasser, die würden schwingen. Das sehen Sie so nicht, aber die sind vorhanden. Und diese Fluktuationen, die haben tatsächlich messbare Effekte, auch selbst im Wasser haben die. Nämlich in diesem totalen Vakuum, wenn Sie da zwei parallele leitfähige Platten haben, dann wirkt auf die eine Kraft. Auch wenn sonst gar keine anderen Kräfte wirken. Eine analoge Kraft gibt es auch im Wasser, einfach durch die Fluktuation. Das ist ein Casimir-Effekt. Das heißt, diese Fluktuationen des Vakuumzustandes, die sind physikalisch beobachtbar. Diese Geisterteilchen, die haben Auswirkungen auf die erfahrbare Welt, auch wenn die Geisterteilchen selbst als solche nicht wirklich existieren. Das heißt, die Quantenmechanik beschreibt nicht das Nichts. Es ist nicht vollkommene Leere. Und was nun eben die Quantentheorie sagt, ist, dass das beobachtbare Universum eben nicht in diesem Grundzustand ist, sondern es ist ein angeregter Zustand. Dieses Vakuum ist einfach eine nicht realisierte Möglichkeit, so wie dieses flache Wasser jetzt realisiert ist. Aber das Universum ist eben etwas, wo wirklich etwas ständig schwingt. Gut. Was nun die Schleifenquantengravitation macht, ist das Folgende. Sie vereinigt das quantenmechanische Vakuum mit den Aussagen der Relativitätstheorie, indem sie sagt, dass dieses quantenmechanische Vakuum was ganz Eigenartiges ist. Nämlich, das Vakuum selbst hat als Anregung Raum und Zeit. Das heißt, Raum und Zeit selbst sind eine Anregung von diesem Vakuum. Und alle Strukturen von Raum und Zeit dementsprechend auch so, wie eine Welle eine Anregung von dem Wasser ist. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass diese Theorie auf der Planck-Skala zusammenbrechen muss. Das heißt, diese steifen Quantengravitation betrifft Zeitskalen und Längenzahlen, die unwahrscheinlich klein sind. Aber trotzdem gibt es die. Wie gesagt, Experimente können wir nicht direkt machen, aber wir müssen eben diesen Konflikt auflösen. Entwickelt wurde diese Theorie in den späten 80er und 90er Jahren. Es wird immer noch weiterentwickelt. Es gibt viele Probleme. Aber wie gesagt, die Ausgangspunkte sind eben diese Quantenanregungen, die wir aus der Quantenfeldtheorie können. Und eben diese Invarianz und der Verformung, die wir aus dem allgemeinen Äquivalenzprinzip von Einstein haben.
Und wenn wir das vereinigen wollen, dann geht es eben nur so, wie ich es beschrieben habe, indem wir sagen, Raumzeit selbst sind Quantenanregungen, aber als solches sind sie dann eben nicht mehr kontinuierlich, sondern sie sind diskret, wie die Energien Energieniveaus im Wasserstoffatom. Das heißt, Raum und Zeit sind quantisiert. Es gibt eine gewisse minimale Fläche, die nicht kleiner sein kann. Und größere Flächen sind einfach dann ganzzahlige Vielfache von diesen Elementarflächen und Volumina. Man kann damit wie diese mathematisch unbefriedigten Singularitäten der Relativitätstheorie vermeiden. Und Raumquanten sind eben Anregungszustände eines Vakuums, analog zur Mathematik der Quantenmechanik. Und nicht nur die Raumquanten, auch alles, was da im Raum drin ist und sich bewegt, ist eben auch so eine Quantenanregung. Das Vakuum selbst, das heißt die vierdimensionale Raumzeit, Materie und Wellen, die bilden eine Einheit. Das sind alle Ausdrucksformen dieser Anregungsform, so wie beim Wasser nur die Amplitude eine Ausdrucksform der Anregung ist. Das Vakuum selbst, das ist Raum- und Zeitlos. Anders als das Vakuum der Quantentheorie, das hat immer noch Struktur und Raumzeit in sich eingeprägt. Aber das Vakuum dieser Theorie hat keinen Raum und keine Zeit. Visualisieren, man kann sich diese Anregungszustände nun irgendwie visualisieren, zum Beispiel durch Graphen. Also je nachdem, was realisiert ist, kann man das aufschreiben durch einen Graphen mit Knoten und Linien. Aber wie gesagt, diese Graphen sind nur Visualisierung von mathematischen Formen, die haben keine direkte Korrespondenz zu realen räumlichen Strukturen. Aber witzig ist eben, dass man an diesen Graphen sehen kann, dass Zeit eben nicht fließt, sondern springt. Es gibt eben doch... Zeit ist nicht kontinuierlich. Sie springt in winzig kleinen Schritten, ja, an unzähligen Stellen im Universum. Denn im Universum gibt es sowas wie 10 hoch 148 Knoten, ja, an denen Zeit springen kann. 10 hoch 148 ist eine 1 mit 148 Nullen, 184 Nullen, ja, das ist eine unvorstellbar große Zahl. So muss man sich das eben vorstellen. Nun, wo steht diese Theorie? Wie gesagt, nur indirekte Konsequenzen experimentell überprüfbar. Solche Skalen sind nicht zugänglich. Und es gibt in der Tat auch theoretische Einwände dagegen. Als solche dieser Übergang von diesen diskreten Punkten zum Kontinuum, wie wir es ja beobachten, der in der Relativitätstheorie und klassischen Physik wohl verstanden ist, sehr einfach als Grenzfall, der ist hier nicht so gut verstanden. Eigentlich mathematisch im Detail gar nicht. Es ist auch so, dass die innermathematische Konsistenz von dieser Quantisierung nicht vollständig gesichert ist. Da gibt es mathematische Probleme. Und außerdem, und das ist gleich das Schlimmste, um wirklich konkrete Übergangswahrscheinlichkeiten zu erreichen, muss man da phänomenologische Konstanten in die Theorie einführen, die man eigentlich nicht weiter begründen kann. Das ist schlecht. Da muss noch weiter daran gearbeitet werden, um das zu beseitigen. Aber es gibt eben durchaus empirisch gesicherte Vorhersagen. Zum Beispiel sagt die Theorie eine sogenannte positive kosmologische Konstante voraus. Das ist was, was die einsteinischen Gravitationsgleichungen beinhalten. Und sie ist positiv, nicht negativ oder null, wie sie auch sein könnte, wie man es eben astronomisch auch beobachten kann. Man kann sogar Gleichungen aus der allgemeinen Relativitätstheorie herleiten, indem man thermodynamische Begriffe verwendet, ohne diese gekrümmte Raumzeit überhaupt erstmal anzunehmen. Die kommt dann wirklich raus aus dieser SQG. Und man kann also Gravitation als ein statistisches Phänomen begreifen, durch diese Berechnungen. Und dieser statistische Zugang, der legt eben dann auch nahe, wie die Diskretheit der Raumzeit in das Kontinuum unserer Welt überführbar sein könnte, nämlich ähnlich wie über Wasser. Wir wissen alle, dass Wasser hier besteht aus einzelnen Molekülen. Ja? Also wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie da Objekte, einzelne Objekte und keine Wellen. Aber es sind so viele, die sind so nah beieinander, dass man in unserem bloßen Auge eben doch eine Wellenerscheinung beobachten und keine einzelnen Teilchen. Und so ähnlich kann das, das kann man mathematisch exakt beschreiben, diesen Übergang. Ja? Und so ähnlich wird das hier vielleicht auch sein. Man kann daraus dann eben ja nicht nur Einsteinsgleichungen eben herleiten, in dynamische Form umschreiben, sondern eben auch Newtonsches Gravitationsgesetz als nicht-relativistischen Grenzfall daraus herleiten. Man kann außerdem eine andere empirisch beobachtete Feststellung herleiten, nämlich dass die Entropie von so einem schwarzen Loch, von so einer Singularität, proportional zu einer Oberfläche ist und auch die Hawking-Strahlung, die jetzt beobachtet wurde, kann man damit vorhersagen. Es gibt außerdem, und das ist auch spannend, spektakuläre neue Vorhersagen, die eben nicht verifiziert sind und auch gar nicht erwartet wurden. Nämlich bei hohen Dichten wird die Gravitation nicht anziehend, wie sie normalerweise wird, abstoßend. Das heißt, wenn Sie jetzt mal das Weltall zurückverfolgen, wird es immer dichter, immer dichter, immer dichter. Und irgendwann mal, anstatt dass sich diese Massen anziehen, stoßen sie wieder ab. Das heißt, es wird dann zum sogenannten Big Bounce kommen. Anstatt dass das
Universum in einer Singularität sozusagen verschwinden, die mich wirklich beschreiben, dann wird es wieder auseinandersprengen. Das heißt, das Universum ist vielleicht eine Abfolge von lauter Urknallen. Und auch in so einem schwarzen Loch, wo die Raumzeit unendlich gekrümmt ist, ist eben mathematisch nicht was Singuläres, was man nicht beschreiben kann, sondern da mögen Tunnel in der Raumzeit vorhanden sein, genauso wie Sie sich vorstellen können, dass sie auch eine Fläche, Löcher haben kann, ohne dass da wirklich was durchlocht ist, als ein Torus oder eine Brezel. Ja? Eine Brezel ist eine Oberfläche und trotzdem gibt es da Löcher. Und es gibt Verbindungen, mit denen man um diese Löcher herumwandern kann. Und so ähnlich kann es auch die Raumzeit eben sein. Das heißt, diese diskrete, vierdimensionale Raumzeit der SQG ist eben auch keine Weltenbühne. Materie, Raum und Zeit bilden Einheit, sind Einheit und sind wie im Quantenschaum die Anregung eines Raum- und zeitlosen Vakuums. Ja, und damit will ich dann zum Schluss kommen. Ich fasse nochmal zusammen. In der klassischen Physik sind absoluter Raum, absolute Zeit die Bühne für alle physikalischen Vorprozesse. Wenn wir uns also jetzt mal ein Universum vorstellen, in dem es keine Körper und Schwingung gäbe, dann wäre das ein euklidischer leerer Raum, durchzogen von diesem starken hypothetischen Äther, in dem sich nichts ereignet. Ja? In der Realitätstheorie ist dieses erstmal Raum und Zeit sind nicht immer getrennt zu betrachten, sind nicht absolut. Und sie sind eben auch keine Bühne mehr, sondern sind eine deformierbare, nicht euklidische Molluske und physikalisches Beobachtungsobjekt selbst. Materie, Wellen, Raum und Zeit bilden eine Einheit. Wenn Sie also mal das Universum wieder vorstellen würden, ohne Körper und Schwingung, was wäre da? Nun wirklich nichts. Auch kein leerer Raum, da wäre gar nichts. Das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. In der Quantenfeldtheorie wiederum haben wir die vierdimensionale Minkowski-Raumzeit als Bühne für Anregungszustände des Vakuums. Und wenn es nun das Universum keine Körper und Schwingungen hätte, dann wäre da immer noch dieses Vakuum, was fluktuiert und was diese Geisterteilchen hat, in dem alle physikalischen Prozesse der Raumzeit als Wirklichkeit angelegt sind. Das heißt, da ist nicht wirklich nichts, wenn es keine Materie gäbe. Nun, die Schleifenquantengravitation kann diese Dinge miteinander in Verbindung bringen, indem sie eben sagt, die vierdimensionale Raumzeit, die ist eben, hat eine diskrete Struktur, keine kontinuierliche. Sie ist wie in der anderen Theorien untrennbar verbunden, Materie und Wellen. Aber eben alles zusammen ist selbst eine emergente Quantenanregung, ein Schaum. Und zwar von diesem Vakuum, die mathematisch zugänglich ist, aber eben keine Raumzeitstruktur mehr hat. Das heißt, ein Universum ohne Körper und Schwingungen, das wäre wiederum ein Vakuumzustand, aber ohne Raum und Zeit, in dem dann alle denkbaren Universen, nicht nur alle möglichen Prozesse, sondern auch alle denkbaren Universen als Möglichkeit angelegt sind. Ja, das jetzt vielleicht nicht. Genau, und damit will ich dann abschließen.